seinem Gemälde Eden zitiert Wolfgang Beltracchi den von den Nazis als entartet diffamierten und 1947 nach New York emigrierten Künstler Max Beckmann. Beltracchi lässt Beckmann auf die Ermordung der Rosa Luxemburg im Jahr 1919 zurückschauen. Beckmann hatte diese Lynchjustiz bereits im selben Jahr in einer Lithografie verarbeitet. Das Ausmaß ihrer politischen Folgen zeigte sich aber erst mit dem Erstarken der Nazis. Wie hätte Beckmann diese Schlüsselszene von 1919 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs interpretiert? Beltracchi entscheidet sich für religiöse Überhöhung und zahlreiche Reminiszenzen an die Künstler dieser Zeit. Wolfgang Beltracchi erklärt die wesentlichen Elemente seines Bildes. Die Grundlage war eine Lithografie von Max Beckmann von 1919. Die ist aber draußen angesiedelt. Die können wir hier mal zeigen vielleicht. Das war die erste Grundlage. Dann habe ich mir überlegt, das in den Hotelraum zu legen. Er blickt zurück auf die Zeit und eben auf den Beginn des Faschismus. Und so als unbeteiligter Zuschauer habe ich ihn reingesetzt, so scherenschnittartig reingesetzt. Aber er schaut nicht zurück nur auf diese Szene mit der Rosa Luxemburg, sondern eben auch auf die Zeit, auf die Kunst dieser Zeit. Und dann habe ich ein paar Elemente eingebaut, die zu der Zeit gehören. Heißt, der Hund zum Beispiel ist aus dem Bild von 1922 von Otto Dix. Der Zwerg ist auch von Otto Dix aus der Zeit hier, der mit dem Zylinder. Und diese Figur hier, der Soldat da unten, ist aus dem Bild von 1915 von Lobis Corinth. Hat der Beckmann den schon entnommen. Und dann habe ich noch den Karl Liebknecht dazugefügt, aufgehängt mit seinem Engel. Und hier unten ist noch ein Plakat zu einer Zeitschrift, die Rote Laterne. Das ist so Ende 18 erschienen, also kurz vor den Morden eigentlich. Also meiner Ansicht nach war es durchaus ein Aufruf zum Lynchmord an Karl Liebknecht. Der hängt da an der Laterne. Ne? Ja, ganz wichtiges Element ist die Kreuzung. Ne? Und da habe ich eine Leiter genommen, weil die Leiter war immer ein Element bei Beckmann, das sehr, sehr häufig vorkommt. Normalerweise aber immer mehr aufgerichtet und immer als Himmelsleiter gesehen. In dem Fall hat sie zwar damit zu tun, ist aber so als Kreuz angelegt. Ne? Wie eine Kreuzigungsszene. Ja, das ist es schon.